Guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen zu Vlogmas Tag 18. 18? 18 ist richtig. Wow. Zeit vergeht so komisch während Vlogmas. Wir haben uns heute Nacht tatsächlich eine Wärmflasche mit ins Bett genommen. Also so vor dem Einschlafen, um uns ein bisschen aufzuwärmen. Wir haben jetzt letztendlich doch oben geschlafen. Aber es ist so komisch eiskalt da oben. Also ich bin richtig, als ich die Treppe gerade runtergelaufen bin, aufgewärmt und aufgetaut. Leider habe ich keine frische Zitrone, deswegen mache ich mir jetzt ernsthaft lauwarmes Wasser. Wir haben generell gar nichts. Wir haben nicht einmal mehr Haferflocken. Ich habe so fest damit gerechnet, dass wir noch welche haben, aber die habe ich wohl mit nach Paris mitgenommen. Soll ich den Tee machen? Und wie gestern schon angekündigt, starte ich meinen Tag jetzt damit, weil heute ist echt viel zu tun und ich will irgendwie wenigstens den Morgen so für mich haben. Also ich mache jetzt hier ein halbes Stündchen meine Übungen. Und dann werden wir zwei sehr coole Dinge machen. Und zwar, wir fahren erst einmal in den Supermarkt, weil, wie gesagt, kein Frühstück, kein Essen. Und wir fahren ins Gartencenter, weil ich möchte nicht auf einen Tannenbaum verzichten. Und den werden wir dann kaufen. Und den werden wir auch schmücken. Ich weiß noch nicht, ob wir den heute schmücken. Wahrscheinlich nicht. Weihnachten ohne Tannenbaum, nicht. So, ich bin mittlerweile fertig und habe auch schon geduscht. Es ist eiskalt draußen. Zieht euer Unterhemd an. jo, und wir fahren jetzt zum Einkaufen. Und dann werden wir uns erstmal Frühstück machen. Wir sind jetzt bei unserem guten alten Dorfrewe angekommen, aber wir haben festgestellt, wir haben überhaupt nichts rausgesucht an Rezepten für unseren Thermomix, weil, naja, irgendwie haben wir das vergessen. Aber jetzt sitzen wir gerade im Auto und gehen durch die App und schauen, was wir so kochen könnten. Ja. Henrik so, oh mein Gott, die Eier haben ein neues Design. Es hat sich was verändert, seit wir weg waren. Unglaublich, oder? Und ich bin einfach nur mega glücklich, dass ich hier wieder meine Riesenauswahl an A-Milch habe. Das war in Frankreich nämlich alles nicht so einfach. Wir wollten übrigens noch anmerken, dass wir uns gebessert haben. Keine Plastiktüten. Nein, wir haben so Mehrzweckdinger gekauft. Und dann haben wir sie erst einmal tausendmal vergessen mitzunehmen. Henrik sagt übrigens, wir haben Schrott gekauft. Also die Idee ist gut, die Umsetzung ist scheiße. Ja, unser Wagen sieht hier schon sehr gut aus. Ich vermisse allerdings jetzt schon das französische Gemüse, ist ja besser. Auch wenn das hier schöner aussieht. Unsere Einkäufe sind damit erledigt. Der Wagen ist so voll. Barbara kann ihn kaum schieben. Jetzt gibt's aber erst einmal Frühstück, bevor wir alles andere machen. Juhu, Frühstück. Leute, schaut mal, das ist die Einladung zu der allerersten Babyshower, auf der wir sein werden. Wie cool ist das? Und zwar von Madeleine. Vielleicht kennt ihr sie. Pilot Madeleine ist ihr Instagram-Account und sie macht ganz, ganz tolle Fotos und Reisesachen und so. Und von Iqbal, von ihrem Freund bzw. jetzt Verlobten. Und sie bekommen einen Jungen, was wir auch schon wussten. Ja, ich wusste auf jeden Fall, dass die Einladung ankommen wird jetzt die Tage, weil wir das schon auf WhatsApp besprochen haben. Ich freue mich so riesig, ich war noch nie auf einer Babyshower. Die findet am 22. statt, da fahren wir dann extra nach Frankfurt für. Es wird alles ein bisschen viel an dem Tag, weil abends auch mein Bruder und meine Großeltern aus Polen herkommen. Aber das wollten wir uns echt nicht nehmen lassen, weil die beiden sind so wahnsinnig nette Leute und es wird bestimmt schön. Du bekommst einen blau-weißen Magneten. Passend zum Thema. Das ist der Kühlschrankstapel und das ist der Nicht-Kühlschrankstapel. Und in der Mitte ist der Gefrierfachstapel. Puh, okay. So, wir haben mittlerweile aufgegessen und auch so ein paar Mails schon beantwortet, die sich angesammelt haben. Jetzt fahren wir wieder los und zwar zu DM. Und ins Gartencenter den Weihnachtsbaum kaufen. Und bei DM brauchen wir eigentlich ziemlich viel und ich freue mich riesig. Ich war ja so lange nicht mehr da. Also wir brauchen so Geschenkpapier und Kerzen, also so Teelichter und generell Kerzenkram, Tesafilm. Das finden wir zwar wahrscheinlich nicht bei DM, obwohl. Und zwei, drei kleine Überraschungen werden wir auch besorgen für ein ganz besonderes Video. Ja, genau. Wahrscheinlich das nächste, das dann online kommt. Wir haben die
Logistikerledigungen gerade erledigt. Was ist das für ein Satz? Inhaltlich ist er richtig. Ja, wir wollten eigentlich gerade den Tannenbaum noch holen. Ja, aber jetzt regnet es halt. Jo. Und wir wissen nicht, ob die Bäume nicht draußen stehen. Und wir haben keine Lust, einen nassen Baum nach Hause zu bringen. Deshalb drehen wir jetzt erst einmal, wenn wir zu Hause sind. Ich brauche kein Radio. Ich wollte sagen, wie im Disneyland hier. Teelichter sind gekauft, oder? Hast du die eingepackt? Nein. Was? Ich habe doch gesagt, pack die Teelichter ein. Die Teelichter? Ich habe aber noch welche. Wir haben doch darüber geredet, Hene. Du meintest sogar noch, wir haben in Paris welche gehabt. Ja, und ich habe gesagt, ja, aber die sind schon fast... Ja, und warum hast du denn keine eingepackt? Weil ich dich darum gebeten habe. Aber du hast mir um nichts gebeten. Weil du im DM sonst immer dastehst wie ein Auto. Ich habe ja wohl selber was gekauft heute. Ja, toll. Okay. Super, jetzt habe ich sie schon von der Liste gestrichen, weil ich mich darauf verlassen habe. Ich habe doch welche im Keller gefunden, habe ich doch gerade gesagt. Okay. Musst du mal zuhören. Du stinkst. Kerzen. Die haben wir immer gekauft. Geschenkpapier und Servietten. Und Tesa, musst du auch nachgucken, ob du noch welches hast, weil Last Christmas hast du all meinen Tesa-Film geklaut und dann hatte ich keines mehr. Dazu kann ich nur sagen, du stinkst. Sind wir halt beide Stinker. Ich fange jetzt an, mich hier fertig zu machen, während Henrik die Suppe warm macht. Und ich hatte, das habe ich euch irgendwie gestern nicht gezeigt in dem Video, ich weiß nicht wieso. Also es war schon ausgepackt, deshalb hatte mein Papa ausgepackt. Ich habe von It Cosmetics so ein Paket mit ein paar Sachen bekommen. Und die meisten werde ich zwar auch verlosen, aber ich habe mir so drei Sachen rausgesucht. Die wollte ich auf jeden Fall jetzt mal ausprobieren. Ja, mal gucken, Concealer. Der ist richtig fest. Mal schauen. Farbe ist auf jeden Fall richtig. Cool. Also, die C-Cream finde ich so ganz nett jetzt auf den ersten Blick. Aber der Concealer ist der Wahnsinn. Wow. Ich glaube, jetzt probiere ich auch noch das Puder. Develop with plastic surgeons. Diese Aussage wird wahrscheinlich etwas polarisieren, aber ich halte nichts von Schönheit. Natürlich so eine Sache. Ich kenne viele Leute so aus der Influencer-Blogger-Szene und so, die halt was haben da an sich machen lassen. Und jedes Mal, wenn mich jemand davor nach meiner Meinung gefragt hat, habe ich gesagt, nein, du spinnst, mach das nicht. Brüste, Nase, Stirnverkleinerung. Vielleicht würde ich anders darüber denken, wenn ich mit einer riesen Nase auf die Welt gekommen wäre. Es kann sein, aber... Man sagt immer so, ja, ich mache das nur für mich selbst und damit ich glücklich bin. Aber das kaufe ich den Leuten nicht so wirklich ab, weil letztendlich macht man es eben doch für die anderen, weil man sich ja nach außen anders darstellen möchte. Wenn du nur alleine selbst auf der Welt wärst, dann wäre es dir vollkommen egal, wie deine Nase wäre, weil dich niemand verurteilen würde und du dich erst recht nicht, weil du keinen Vergleichswert hättest. Also macht man es doch irgendwie wegen der anderen Menschen, weil es... Naja, oh Gott, das führt jetzt echt zu weit. Also man könnte auch argumentieren, hey, sich zu schminken wäre dann ja auch dämlich, weil so sind wir auch nicht auf die Welt gekommen. Aber ich finde einfach, es gibt einen riesigen qualitativen Unterschied zwischen sich ein bisschen Make-up ins Gesicht schmieren, weil man sich dann hübscher fühlt und es einem Spaß macht, oder sich einer Körperverletzung zu unterziehen, was rechtlich betrachtet immer eine Körperverletzung ist, wenn man sich irgendwas aufschneiden lässt. Könnt mir super gerne mal eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare schreiben. Es ist halt, finde ich, sehr, sehr einfach, wenn man so auf Social Media viel unterwegs ist, das so als das Normale schon irgendwie fast zu sehen. Aber dann wird das irgendwie auf einmal so normal und zu so einer Routine und man denkt sich so, ja, kann ich ja auch machen. Jetzt habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen. Ich bin kein Mensch, der gut anecken kann. Das muss ich echt noch üben. Aber so, ich will wirklich niemanden, der irgendwas hat an sich machen lassen oder sowas verurteilen. Ich habe Freundinnen, die haben das machen lassen. Und das sind wundervolle Menschen und Wesen und so weiter. Es ist halt nur, ich weiß, wie viele junge Mädels und Frauen halt zuschauen. Und ich finde es so wichtig, dass man sich selbst lernt zu akzeptieren. Weil wenn wir nur lang genug drüber nachdenken, finden wir so viele Dinge, die uns an uns nicht gefallen. Und
es geht so viel Energie halt darauf verloren, so zu sagen, boah, das ist nicht schön und das ist nicht toll. Und sich selbst zu verletzen, so wisst ihr, sich in seinen Körper schneiden zu lassen, weil einem irgendwas nicht gefällt, sich die Nase brechen zu lassen und dann neu ausrichten zu lassen, sich alle 10 Jahre neue Silikonkissen in die Brüste zu machen. Das ist echt ein Gewaltakt gegen euren Körper, so sehe ich das. Und ich will wirklich nicht kacke klingen, so für Leute, die das haben machen lassen, wirklich. Aber das ist halt wirklich, wie ich darüber denke. Und ich habe mal gehört, es ist okay, wenn man eine aneckende Meinung hat. Und ich hoffe, ihr versteht, wie ich das sagen möchte. So, ich glaube, das Wichtigste für mich ist immer, ich will nicht, dass das Verurteilen drüber kommt. Weil jeder Mensch ist anders, jeder muss das selbstverständlich für sich entscheiden. Und man soll ja nicht verurteilen, wenn man nicht sozusagen in den Schuhen der anderen gestanden hat, so. Gibt's doch diesen Spruch. Und das möchte ich nicht, aber meine Perspektive ist, nein. Ich bin mittlerweile fertig. Ich habe auch eine Mascara von It Cosmetics benutzt und für die ordentlich. Sehr gut. Die war auch einfach aufzutragen. Ich bin pingelig bei Mascara. Also, okay. Henrik, sowieso labert die heute so viel. Ich weiß auch nicht, ich bin heute irgendwie so überdreht. Okay, also es gibt Sauerampfersuppe. Mit Ei. Und jetzt stelle ich mir Katis Vlogmas-Video ein und baue die Lichtschirme auf. Henrik isst noch ein bisschen mehr Suppe. Genau, und die Kamera, Stativ, bla bla bla, damit wir hier gleich das erste Video filmen können. Okay, Sie wollte sagen, wir sind jetzt fertig mit Filmen. Ja. Und jetzt machen wir noch die Nahaufnahme, also eigentlich sind wir nicht fertig. Thumbnail sieht fertig aus. Ich glaube, da ist was dabei. Aber jetzt fahren wir erst einmal den Weihnachtsbaum kaufen. Oh Mann, das müssen wir auch noch machen, tatsächlich. Das habe ich völlig Freude, vergessen. Freude, Weihnachtsfreude. Wie konnte ich den Weihnachtsbaum vergessen? Oh Christmas Tree, oh Christmas Tree. Meine zweite Stimme ist da. Bist du bereit? Den schönsten Weihnachtsbaum zu kaufen, den wir jemals in unserem Leben hatten. Ja. Ich habe das Gefühl, du bist sehr nah mit der Kamera. Ich liebe es, ins Gartencenter zu fahren. Das ist irgendwie immer entspannend. Ich verbinde das voll mit positiven Dingen. Kommst du? Ja. Wir mussten auf dich warten. Erinnere dich. Nein, mussten wir nicht. Oh. Und auf wen warten wir jetzt? Niemanden. Ich bin fertig. Voll leer. Den da. Der ist nicht groß genug. Hast recht. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr einen Plastikbaum habt oder ob ihr eher Team echter Baum seid. Also wir hatten noch nie einen Plastikbaum. So, ich nehme jetzt hier noch so ein paar Tannenzweige mit und schaut mal, das ist wirklich das süßeste Gartencenter ever. Die haben hier sogar so Glühwein zum Selbstbedienen. Und wir haben unseren Baum! Okay, zur Kasse? Ja. Oh, so doof. Ich dachte, die hätten noch eine halbe Stunde länger auf. Dann hätten wir noch super schön ein paar Sachen hier mitnehmen können. Ich weiß nicht, wo wir aufgehört haben, aber ich war mir total sicher, dass der Laden bis 19 Uhr auf hat. Was er leider nicht hat. Deshalb bin ich froh, dass wir überhaupt noch den Baum bekommen haben. Weil wir echt vor 5 Minuten vor Ladenschluss sind wir irgendwie reingegangen. Aber er ist besonders schön. Ja, er ist echt super schön. Wir haben den in 20 Sekunden gefunden. Und ich habe noch so Tannenzweige mitgenommen und Honig. Den kaufen wir hier immer, weil das immer frischer deutscher Honig ist. Danke. Alle uns zur Verfügung stehenden Weihnachtskerzen sind angezündet. Der Weihnachtsmann-Aufsteller steht bereit.
Und wie jedes Jahr, das ist auch schon eine Weihnachtstradition, stelle ich den Weihnachtsbaum auf, während Barbara mir 20 Minuten lang sagt, dass ich ihn schief aufstelle. Bisschen mehr nach links, bisschen mehr nach rechts, bisschen hoch, bisschen runter. Jetzt habe ich aber auch eine wichtige Aufgabe, ich muss die Herbstdeko loswerden. Jo, auf jeden Fall. Ich bin das Gehirn, du bist die Muskeln. Oh Gott. Wir sind alle verloren. Okay, Schritt Nummer 1. Dieser Sessel muss weg, weil da kommt der Weihnachtsbaum hin. Und den stellen wir meistens dahin, wo YouTube uns geehrt hat dafür, dass ihr so viele nette Leute seid. Schritt Nummer, ich glaube, 1 ist getan. Jetzt kommt das, was wir schon angekündigt haben. Ich stelle den Baum rein und Barbara wird mir sagen, wie schief ich es mache. Oh, das ist jetzt schon ganz schlecht und schief. Furchtbar. Das ist jedes Jahr besser. Sollen wir Wasser zuerst reinmachen? Nee, danach. Okay, wie sieht das aus? Naja, ein bisschen noch nach rechts. Eigentlich sieht es schon ziemlich gut aus. Oh. Nein, nach links mehr. Stopp, jetzt. Sieht gut aus. Hier. Ein Wahnsinn. So schnell ging das noch nie. Und ich habe es so angekündigt. Jetzt sehe ich ja wieder aus wie der Troll. Tja. Tja, hast du alles mit Absicht gemacht, hä? Musst du wohl dein Handeln und Reden mal überdenken, Hähne. Hähne! Schön machst du das. Danke. Sollen wir jetzt Wasser reingießen? Nein. Aber es wird doch schwerer, wenn die Blätter alle unten sind. Ich meine Nadeln. Ja, dann mach Wasser rein. Hey, das sieht echt gut aus. Schön. Das ist doch voll super. Ja, passt sehr gut. Braucht fast keinen Schmuck. Nee, finde ich richtig gut. Vielleicht kann man den hier woanders hinstellen. Das ja, ja, auf jeden Fall. Das sieht doof aus. Aber? Wisst ihr, so nach Weihnachten sieht die Ecke immer wahnsinnig kahl aus. Das ist lustig, wenn man sich so dran gewöhnt hat und der dann weg ist. Wow. Schön. Und den Baum schmücken wir am 23., glaube ich. Das heben wir uns noch auf. Und ich habe sogar unten bei Henrik ein kleines bisschen dekoriert. Aber damit bin ich noch nicht fertig. Da fehlen auch vor allem überall noch Teelichter. Jetzt ist das Problem nur, wo kommt der Sessel hin? Ich habe den zwar jetzt hier hingestellt, aber irgendwie gefällt mir das nicht. Eigentlich steht der ja da. Wo haben wir den denn letztes Jahr hingestellt? War der wirklich da hinten? Ist schon möglich. Oder hier vorne, nur näher an den Tisch. Und schräger so. Der passt auch irgendwie nicht. Ich würde so vieles anders machen, wenn wir jetzt nochmal umziehen. Naja. Magst du den mal näher dran stellen? Mhm. Wir gucken, wie es aussieht. Ach so. Ah. Ja, dass man irgendwo noch durchkommt, dachte ich. Vielleicht, wenn wir den Tisch andersrum stellen. Praktisch, weißt du, dass der parallel zu dem blauen Sofa? Ja, ich glaube, das wird besser sein. Mhm. Ich bin ins Schwitzen gekommen. Also, wenn wir umziehen, wollen wir eigentlich ziemlich vieles neu, aber ich traue mich nicht, die Sachen jetzt schon zu kaufen, weil je nachdem, wie die Räume in dem neuen Haus sein werden. Das wäre zu früh, das stimmt. Ja, werden sich die Möbel vielleicht so und so anpassen und deswegen machen wir das nicht und basteln einfach mit dem, was wir haben, zusammen, was geht.
was aber auch bisher immer sehr gut gelungen ist. Ja, es ist auf jeden Fall echt gemütlich. Nicht perfekt, aber es ist gemütlich. Tisch hier wegstellen, dafür den Sessel dahin und den Tisch von mir aus hier in den Sofa. Vielleicht hatten wir das so letztes Jahr. Ich glaube, der ist zu groß, um dahingestellt zu werden. Ah, wir müssen noch gucken, wie wir das lösen, aber jetzt wird gegessen. Oh, während ich hier dekoriert habe und so, hat Henrik mein Lieblingsgericht aus dem Thermomix. Es ist Lachs mit Brokkolisoße. Nee, Brokkolisoße. Fast. Lachs mit Kartoffeln und Brokkoli und so einer Dillsoße. Und es schmeckt einfach nur fantastisch. Es schmeckt viel besser, als es sich anhört. Ich bin eigentlich überhaupt kein Fischfan, aber das ist echt gut und gesund. Ja, schon dampfgegart. Oh, fantastisch. Die Vitamine blieben erhalten. Und die Farbe auch. Ja, das ist dann das fertige Essen. Und wir essen jetzt nur noch und räumen vielleicht noch ein bisschen auf. Und deshalb wird geschnitten. Genau, wollten wir euch schon mal sagen. Gute Nacht und bis morgen. Bis morgen.